Joho, im Hintergrund mein Höfel XXL hier in Bochum. Was haben wir gemacht? Wir haben zwei Scooter gekauft. Einen für Erwachsenen und einen für die Kiddies Jugendliche. Wie alles genau und was hinten reinpackt und Daten und ähnliches, machen wir dann alles in Ruhe auf einem Parkplatz oder wo, mal gucken, wo wir uns dann gleich hinstellen oder die Tage. Jetzt kommen sie erstmal hinten rein und dann, ja, alles weitere kommt dann einmal separat. Ja, es läuft! Joho, herzlich willkommen, wie versprochen. Heute stehen wir in dem schönen Wetter an der Ruhr, beim schönsten Wetter. Und wir machen eben kurz die Heckgarage auf und dann gucken wir mal, was wir alles drin haben. Aber zuerst gehen wir noch mal kurz ins Wohnzimmer und sprechen über die GoPro und über die Thermomatte von Camping Wagner. So, im Wohnzimmer Platz genommen. Und wir starten natürlich mit der GoPro Hero 7 Black. Und hier, wie ihr seht, flatsch neues Gerät, wird gleich eben kurz einmal komplett eingestellt, sodass wir dann gleich auch dann damit aufnehmen können, hinten an der Heckgarage. Einen Report gab es natürlich auch dazu vom Repair Center, dann auch das Case, die SD-Karte haben sie mir dann auch nochmal nachgeliefert, also ich hatte ja die SD-Karte mit reingepackt bei der defekten Cam. Und was kann man sagen, also Amazon Support richtig, richtig gut, der Fehler konnte dann festgestellt werden, weil ich habe dann nochmal eine detaillierte Fehlerbeschreibung mitgeschickt und ja, der Fehler kann nicht behoben werden, dementsprechend gibt es eine neue Cam, das heißt wir starten mit einer neuen GoPro Hero 7 Black. So, nächster Punkt, Camping Wagner, ich guck mal eben, nee, das war es nicht. So, nächster Punkt, Camping Wagner, mit Camping Wagner gesprochen. Telefoniert. Machen wir eben noch mal kurz auch Raimo auf, damit ihr dann auch wisst, was ich meine. Also die Thermomatte. Die Thermomatte habe ich ja bestellt über Camping Wagner. Camping Wagner holt sich die Thermomatte über Raimo und Raimo bezieht sie halt dann ganz normal vom Hersteller, also von Carbest. Raimo sagt aber, ich soll Camping Wagner anschreiben, das heißt Passierschein 38, Camping Wagner nochmal angeschrieben, auch nochmal super, also dann nochmal telefoniert und super Support bekommen. Das heißt, die haben sich auch nochmal reingeklinkt, aber sie bekommen halt keinerlei Informationen von Raimo, beziehungsweise von Raimo, die dann die Thermomatte vertreiben und keine Informationen von Carbest. Dementsprechend müssen wir damit leben, ist natürlich schade, aber Camping Wagner sagte sofort, die nette Kollegin vom Support, sollte es in irgendeiner Form jetzt nochmal Probleme mit der dritten Matte geben, dann wird sie natürlich dann auch zurückgenommen und dann redet man über eine Erstattung und dann hat sie halt gesagt, dass wir dann eine Thermomatte von Hindermann nutzen sollen, also sagt, das würde sie dann empfehlen, hier so eine Thermomatte, das werden wir uns dann für den Winter dann nochmal vorhalten, hat sie auch reingeschrieben, sagt, das sollte auch kein Problem sein, dass das dann alles dann so nahtlos, wenn die Thermomatte eingerissen ist, dass sie dann auch wieder diese losschicken und ich dann die alte Thermomatte dann zurückschicken kann. Das heißt, ein nahtloser Übergang. Ist natürlich cool. Freut mich natürlich auch. Ne? Und das ist halt ganz klar, sage ich, so ein Kundensupport. Sehr cool. Sehr schön. So, dann GoPro fertig machen und dann treffen wir uns gleich hinten wieder. Ja, an der Heckgarage. Die ist ja schon offen. Ne? Zack. Das heißt, dann sehen wir uns gleich da hinten. Juhu! So, wie versprochen, Heckgarage offen. Als allererstes Safety First machen wir uns die Tür auf und ganz normal mit so einem Expanderband, falls es jetzt windig sein sollte, ballern wir unsere Türfeste. Dazu, ne, jetzt einmal wieder super geiles Equipment, das heißt das Xiaomi Note 8 Pro. Nehmt euch dann das Ganze im Detail auf. Das heißt, hier unten seht ihr ja den Bumper. Das heißt, wenn die Tür aufschlicht, habt ihr hier eine richtig große Beule drin. Und wir machen uns aber die Tür jetzt fester. Das heißt, hier mit dem Expanderband rein. Zack. Und dann können wir das hier an der Seitentür festmachen. Oder wir könnten dann auch einfach ganz normal in die Felge reingehen, falls die Tür dann zu ist. Jo, starten wir. Heckgarage.
So, Heckgarage. Und zwar der erste wichtigste Punkt, Thema Ladungssicherung. Spanngurt festgemacht, damit uns der Roller, Fahrrad und Co. nicht nach vorne schießt. Dann haben wir noch unsere super Isomatte drin. Die kennt ihr ja noch aus unserem Winter-Special. Das heißt, die haben wir immer noch drin, damit wir mit den Köpfen hier halt nicht an die Rolladen dran kommen und uns die Rollos versauen. Das heißt, wir schlafen mit dem Kopf hier auf der Seite. Und dann packen wir das Ganze einfach weg. Nehmen unser Mittelsteg. Einmal komplett raus und dann kommen wir nämlich schon einmal komplett ans Fahrrad, beziehungsweise nehmen wir jetzt gleich hier noch die Querstrebe raus, aber jetzt als allererstes ist ja wichtig, dass wir über die Scooter quatschen. Das heißt einmal für mich und einmal hier unten für den kurzen. Dann laden wir jetzt in Ruhe aus und dann werden wir einmal komplett die ganze Heckgarage einmal leer machen. Dann seht ihr dann, was wir jetzt Sommer 2020 mitschleppen. Juhu! Das heißt, den großen Scooter und unser schönen, ich nenne ihn immer den Anglerstuhl und natürlich den kleinen. Und die passen hier super rein. Das heißt, wir haben hier das Klapprad drin. Und hier ist dann der große Scooter drin, hier unten der kleine. Wenn man es hier nur ein bisschen umbauen würde, dann würde das natürlich dann auch noch reinpassen, aber das würde dann auch nur mit Brechen und Biegen reinpassen. Nehmen wir mal auch noch die Inliner mit an Bord und Co. Das holen wir gleich mal alles raus. Und dann gehen wir über 6 Degrees und der Globber. Das heißt, ein Erwachsenen-Scooter und ein Kiddie-Scooter, beide bis 100 Kilo Traglast, also kann man bis 100 Kilo benutzen. Das ist der Globber 230 NL Ultimate, packe ich auch noch als Link in die Beschreibung rein. Und der hier unten ist der 6 Degrees 205, das heißt die 230 bei dem Globber beziehen sich dann auf die Reifengröße hier hinten und 205 ist dann hier auch die Reifengröße hinten und vorne. Bei den Kiddie-Scooter. Ich habe ehrlich schon 48 Kilometer weg. Der kurze liegt bei 32. Ich habe ja gesagt, wir machen erstmal einen großen Testfahren damit und dann lade ich das irgendwann hoch, wenn Zeit ist. Und die Zeit haben wir jetzt. Und wir verladen jetzt, sag ich mal, eigentlich. Man könnte die noch kleiner machen. Ja, man könnte den ganzen Lenker noch einklappen. Machen wir gleich auch mal. Also die sind da beide echt gleich aufgebaut. Ich würde sogar fast tippen, dass wir aus der gleichen Produktionsstelle kommen. Halt nur einen anderen Namen haben. Das heißt, hier ein Schnellspanner. Total simpel. Dann drückt man einfach mal hier mit dem Finger. Zack. Und dann macht man das Röhrchen einfach hier feste. Und dann ist das schon goodie. Also brauchen wir auch keine Gebrauchsanweisung für. Die ist zwar auch mit dabei, das heißt vom Packmaß kann man es dann noch kleiner machen. Schnellspanner wieder fest, dann ziehen wir hier unten ganz normal, dann kriege ich das mit drauf. Nee. Hier an dem Verschluss und der ist auch wirklich gut. Der hält auch, da wackelt auch nichts. Dann wird das Ganze zusammengeklappt. Und dann sieht das so aus, ne? Also dann nochmal kleineres Packmaß, richtig, richtig gut. Beim Erwachsenen-Scooter genau das gleiche. Wobei ich kann den ja auch mal direkt so mit dem Ständer, ne, weil der hier hat einen Ständer. Schaut's her. Aber ich glaube hier bei dem unebenen Boden, wenn kein Reifen da ist, dann wird das nichts. Also legen wir den hin. So, und bei dem großen ist das nämlich, da haben wir keinen Ständer weg drunter. Da zieht man einfach hier den Verschlusshebel
Und dann kann man den Scooter ganz normal hinstellen. Ist ein bisschen wackelig. Das heißt, wenn man keinen richtigen Untergrund drunter hat, dann kippt er gerne mal um. Aber ich sage mal ganz klar, wofür brauche ich das? Ich kann ja auch überall anlehnen. Und dann passt das schon. Ne? Jo, und hier auch das gleiche. Schnellspanner reindrücken, machen wir auch direkt nochmal. Geht sogar mit einer Hand. Ne? Also bei dem Erwachsenen-Scooter ist eine Klingel dran, wenn man den kauft. Bei dem Kleinen haben wir sie nachgerüstet hier. Und dann hier auch nochmal das gleiche. Klick. Und fest ist das Ganze. Vom Packmaß her, ne, ziehen wir dann hier den Spanner. Das heißt, hier unten auch da wackelt, ne, ein bisschen. Das ist aber dem Verschluss geschuldet, hier unten. Aber es stört halt nicht. Also während der Fahrt merkt man da gar nichts. Ne, nur wenn man jetzt, sag ich mal, auf den Roller draufsteigt, ist aber jetzt nichts Kriegsentscheidendes. Joa. Der rastet halt nicht ein. Das heißt, wenn ich den jetzt wieder hochnehmen würde, nur an der Stange, dann geht er schon wieder fast in den Originalmodus. Das heißt, hier muss man definitiv den so packen. Und entweder hier zwischen, dann so in die Hand nehmen. Packen wir nochmal Kamera an die Seite. Dann sieht das Ganze so aus. Dann legen wir die nämlich mal zusammen. Dann machen wir noch ein Komplettbild von. Das heißt auch in der Lenkerverstellung ganz schnell gemacht mit dem Schnellspanner. Funktioniert super. Also alles richtig gemacht. Ne? Und das Schöne ist, dass sie halt wirklich dann hier hinten schön reinpassen ohne Stress. Ich sage ganz klar, wir haben noch Powerpaket in dem Oberschenkel und Beine. Wir brauchen keine E-Scooter, wir machen das so, weil dann müssen wir nämlich auch wieder überlegen, wie lade ich die Dinger. Das heißt, hier hinten dann irgendwo Strom rausholen. Ja. Und wisst selber, der Challenger, wenn ich hat hinten, da müsste man nochmal irgendwie Strom ziehen lassen. Ich will mal, wenn oben USB-Buchsen, aber da kriegen wir jetzt nicht den Strom raus, den wir brauchen. Das heißt, auch da wieder das Thema Wechselrichter. 230 Volt, ne, über Netzstecker arbeiten. Wir brauchen das nicht. Ne, wenn ihr natürlich eine Idee habt, dann könnt ihr gerne mal bauen. Und dann auch gerne mal ein Foto schicken oder auch ein Video. Sehr, sehr cool. Aber wir brauchen, wir fahren halt ohne Strom. Joa, was haben wir sonst noch an Bord? Ich packe mal eben die Scooter wieder in den Ursprungszustand. Dann seht ihr auch nochmal, dass das relativ fix geht. Das heißt, Schnellspanner auf, Lenker rein und glücklich sein. Was natürlich ganz klar ist, ne, das sind ABEC 7 Kugellager bei beiden Rollern. Da geht richtig, richtig Rambazamba. Aber sobald man natürlich auf so Pflasterflächen kommt oder ähnliches, dann hat man danach so ein leichtes Nachstottern, ne, weil hier keine Luftbereifung ist. Das heißt, Hartgummi, Vollreifen. Am Kemnader See haben wir jetzt nicht den Stress, das ist alles schön asphaltiert. Aber so in der Stadt, wenn dann irgendwo was gepflastert ist, dann geht. So, das heißt, beide jetzt schon direkt startklar, einsatzbereit, ohne Stress. So, starten wir am besten, nehmen wir das Klapprad raus. Das heißt, hier haben wir unseren Sitz gleich, Fahrradtaschen, auch da zwei Stück. Richtig, richtig gut. Hinten am Klapprad dran. So, dann nehmen wir hier den Steg einfach raus. Geht auch total simpel. Und da haben wir das gute Stück. Ja, auch da packe ich euch nochmal den Link in die Infokarte mit rein. Vom Klapprad. Und wie das Klapprad in den Kasten kam. Und auch hier wenige Handgriffe. Also ich favorisiere das, zack, bumm, drauf, eben kurz irgendwo hinfahren oder geplant ist ja auch mal irgendwann die Winterberg-Tour, also den Ruhrtalweg runterballern. Ne, noch den Sitz rein und gut, dann geht's schon los. Ne? Also auch hier kein Hexenwerk, innerhalb von ein paar Minuten, Sekunden
nehmen wir mal, es trainiert, dann ist man sofort startklar. Das heißt, jetzt können wir schon zu dritt losballern. Zwei Erwachsene, ein Kind. Hier hinten noch versteckt, aber das ist sonst immer mit dem Bart oder vorne festgemacht, ne, weil ich gerade noch gewaschen habe. Eben kurz unsere Reithaltung, die kennt ihr ja noch. Da packe ich euch auch noch mal den Link rein von Einraumwohnung. Richtig cool. Ja, dementsprechend auch der jetzt leere Wäschesack. So, und dann geht's weiter. Inliner. Also auch Rollerbladen. Ah, Thema Sicherheit. Fast vergessen, hier hinten ist nämlich so ein schönes Fach beim Challenger. Dann nehmen wir auch noch mal die Kamera mit. Da hatte ich am Anfang Klimbim drin, ne? Aber festgestellt, das kann nach und nach weg, brauchst du nicht. Und da sind jetzt unsere Helme drin, ne, die ganzen Protektoren. Und am Anfang hatte ich ja auch noch eine Luftpumpe mit fürs Fahrrad. Aber der Fiat bringt ja schon eine mit. Das heißt, über 12 Volt, den ganz normalen Zigarettenanzünder, können wir dann unsere Bereifung aufpumpen vom Fahrrad. Auch cool. Das heißt, Thema Sicherheit, ne, beide Helme an Bord. Gut, wenn wir zu dritt fahren würden, dann müsste man noch einen Helm besorgen. Aber die sind auf jeden Fall da. So. Das kennt ihr ja schon aus meiner Vanlife-Geburtstagsfolge. Das schöne Kehrblech. Und jetzt kommt es zum Highlight. Also eine vollwertige Hängematte mit Gestell. Und natürlich dann der coole AIDA-Liegestuhl. Ich hoffe, der ist doch mit drauf auf der Kamera. Wenn nicht, gucken wir eben. Das sieht gut aus. Ja, auch bei der Hängematte, ich baue die jetzt nicht auf, da können wir auch noch mal ein extra Special machen. Das machen wir aber schön dann am Kemner. Dann quatsche ich mal mit dem Stranddeck in Bochum, wo ich mal meine eigene Hängematte mitbringen darf. Das heißt, einfach nur ein Rohrgestell. Ich packe euch da auch einen Link mit rein. Und das Ding ist auch innerhalb von 3 Minuten aufgebaut. Und dann könnt ihr überall abhängen. Das heißt, ich brauche da keinen Baum, muss da nicht irgendwo gucken, dass ich die Hängematte dann mit Spanngurten irgendwie festkriege. Sondern kann dann autark überall Hängematte aufbauen. Ob es an der A40 ist oder halt am Strandweg, am Strand, Kemnader See, ist egal. Ja, und dann, zu guter Letzt, da muss ich dann halt immer mit meinem Trick 17 arbeiten, unsere Puzzlemattenterrasse. Das heißt, das, was wir selten benutzen, ich natürlich dann auch ganz hinten. Das haben wir ja in Italien, in Chiusa ja auch gemacht. Hatten wir die ganzen Kiddies dann bei uns am Kastenwagen. Das heißt, dann draußen bauen wir dann eine schöne Puzzlemattenterrasse auf. Richtig cool, die Kids haben Spaß. Und es wiegt ja auch nichts, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Da ist die Fahrradleuchte noch. Die habe ich geladen gehabt, die habe ich mit reingepackt. Joa. Heckgarage. Sind mal die Zurösen hinten, die habe ich auch noch alle drinnen gelassen, nichts rausgemacht. Ich habe auch ab und zu mal einfach mal geguckt, wenn ich den Boden hier raushole, den Zwischenboden, ob wir da Raum gewinnen. Aber da mache ich auch noch mal eine extra Folge, weil da wollen wir ja noch mal bei Albers Mobile dann hinten das ganze Schranksystem noch mal durchspielen, inwieweit wir da noch irgendwie umbauen können, so dass halt noch mal ein bisschen Raum gewinnen. Aber das machen wir natürlich dann auch in einer extra Folge. Ja, ich habe nichts mehr. Ich gucke gerade auf die Uhr. Liegen wir auch wieder über grobe Kelle 20 Minuten, das passt. Jetzt räumen wir wieder alles ein. Lasst euch ein bisschen Musik da und freue mich natürlich auf die nächste Folge und sage ciao, ciao aus der schönen Stadt Wetter. Juhu! No!
Yeah.